Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Kanal 3. Schön, dass ich Sie in diesem Jahr wieder begrüßen darf. Wir haben natürlich wieder einige Beiträge für Sie vorbereitet. Welche genau, das sehen Sie jetzt in unserer Programmvorschau. Wir haben uns für Sie informiert, was es beim Skifahren zu beachten gilt. Dürfen Sie dazu einladen, mit uns gemeinsam noch einmal einen Blick in das vergangene Jahr zu werfen. Informieren Sie, was in puncto Kabel-TV und Internet in der Region noch alles geplant ist. Führen unser Interview der Woche mit Stefan Zwanzka und in unserem aktuellen Kinotipp präsentieren wir Ihnen die Streifen 69 Hours und Let's Be Cops. Allzu viel Schnee liegt auf den steirischen Skipisten ja leider Gottes nicht, aber dennoch möchten wir Sie in unserem ersten Beitrag darüber informieren, was man beim Skifahren beachten sollte. Everybody get up. Sonne im Gesicht, weiß glänzender Schnee unter den Skiern. Skisportfans nutzen derzeit jede Gelegenheit, um auf den steirischen Pisten ihre Schwünge zu machen. Eines sollte man aber trotz traumhaften Schneebedingungen und strahlendem Sonnenschein nicht vergessen, bevor man die Piste hinunterschwingt. Das Beste wäre schon, dass die Leute, wenn sie vom Auto aussteigen, sie bevor sie die Ski anschnallen, sollten sich alle Skifahrer aufwärmen. Und das, glaube ich, ist das Allerwichtigste. Speziell dann, wenn es richtig kalt ist, ist wichtig, dass die Füße und der ganze Körper schön warm ist und dann geht's los. Nur wenige Minuten Aufwärmtraining können das Verletzungsrisiko im Übrigen halbieren. Wichtig ist auch, Kinder, die das Skifahren erst erlernen, nicht zu überfordern und sie Schritt für Schritt an den Skisport heranzuführen. Das Erste, was sie lernen, ist einmal das Pizzastück. Das ist das Erste, und wenn Sie das beherrschen, das Stehenbleiben, das ist das Wichtigste beim Skifahren, dann geht es weiter mit dem Bogerl und das geht sofort auf. Eine Herausforderung für alle Skianfänger ist natürlich auch das Liftfahren. Und auch da hat Willi Fuchs den entsprechenden Tipp. Der Tellerlift ist speziell für die kleinen Kinder. Den Teller nehmen die kleinen Kinder zwischen die Füße, und der Vorteil ist der beim Aussteigen, weil die kleinen Kinder, die brauchen eigentlich nichts anderes tun, wie nur die Füße auseinanderhalten, und der Teller rutscht von selber raus und die Kinder können ungehindert den Lift verlassen haben. Und vielleicht passt es ja auch bei Ihnen in den nächsten Tagen und Sie gönnen sich einmal einen entspannten Skitag. Aber nicht vergessen, zuerst aufwärmen. Wir waren mehrere hundert Male für Sie im vergangenen Jahr unterwegs, haben diverse Veranstaltungen für Sie besucht, Pressekonferenzen gefilmt und über aktuelle Geschehnisse informiert. Ich darf Sie nun einladen, mit mir gemeinsam noch einmal einen Blick ins vergangene Jahr zu werfen. Motorsägen im Dutzend gab es Anfang Juli im Schlossparkkreis Senec zu sehen. Aber keine Angst, das Naherholungsgebiet war keineswegs Opfer von massiven Holzschlägerungen, ganz im Gegenteil. Denn in Voitsberg wurde zum Kettensägen-Symposium geladen. Und die Kunstwerke, die dabei entstanden sind, haben sich sehen lassen können. In den letzten Schultagen vor den Sommerferien wurde es in der Volksschule Köflach noch einmal richtig spannend, denn die Feuerwehr Köflach führte eine große Räumungsübung durch. Die Aufregung bei den Schülerinnen und auch bei den Lehrerinnen war groß, aber dank der guten Vorbereitung konnten alle Schülerinnen und Schüler gerettet und die erfolgreiche Übung gefeiert werden. Aber nicht nur die Feuerwehren üben laufend, auch das Rote Kreuz. Vor allem für die Nachwuchssanitäter ist es wichtig, das Erlernte immer wieder unter Beweis zu stellen und das Wissen so zu festigen. Beim Landesjugendbewerb des Roten Kreuzes, welcher im Sommer 2014 in Voitsberg stattgefunden hat, haben die Jugendlichen bewiesen, dass man sich um die Rettungssanitäter von morgen keine Sorgen machen muss.
Die Therme Nova feierte im vergangenen Jahr ihr 10-Jahr-Jubiläum. Während im Herbst zum festlichen Empfang geladen wurde, galt es im Juli gemeinsam mit Stars der Schlagerszene zu schunkeln und zu feiern. Immer wieder finden in der Weststeiermark hochrangige Golfturniere statt. Eine Staatsmeisterschaft im Minigolf hat es bei uns allerdings bis zum letzten Sommer noch nicht gegeben. Auf dem neu angelegten Minigolfplatz in Voitsberg fand sich die Elite des Minigolfsports ein und hat den Zusehern gezeigt, wie man gekonnt einlocht. Die Würfel, nein, die Steine sind gefallen. Beim Domino Day 2014 in Söding. Zigtausend Steine wurden in mühevoller Kleinarbeit aufgestellt, um sie dann innerhalb weniger Minuten wieder alle umzuwerfen. Schön und vor allem spannend war es trotzdem und wir hoffen auf eine Fortsetzung. Gleich zwei große Jubiläen galt es im August in St. Johann Köppling zu feiern. Denn zum einen wurde der Volkstanzkreis St. Johann 25 Jahre alt und zum anderen freute sich die Ortsmusikkapelle der Gemeinde über ihr 50-jähriges Bestehen. Wir gratulieren natürlich noch einmal aufs Herzlichste. Auch die Wirtschaft wurde im letzten Jahr wieder vor den Vorhang gebeten, und zwar bei der Nacht der weststeirischen Wirtschaft. Im edlen Ambiente der Burgruine Obervoitsberg wurden die Wirtschaftstreibenden in den verschiedensten Kategorien ausgezeichnet. Die Lipizzaner haben schließlich den September des Vorjahres beherrscht. So wurde in den Räumlichkeiten des Schlosses Bieber zum großen Trachten-Event geladen. Lipizzaner Dirndl trifft Lipizzaner, lautete die Devise. Wenige Tage später haben wir die Lipizzaner dann auf ihrem Weg von der Sommerfrische auf der Stubalm zurück ins Bundesgestüt Bieber begleitet. Die Wetterbedingungen waren leider nicht die besten, dennoch haben es alle unversehrt zurück in die Stallungen geschafft. Was sie auch bei der Herbstparade eine Woche später unter Beweis gestellt haben, denn dort konnten die Besucher aus aller Welt die edlen weißen Pferde wieder bestaunen. Auch das traditionelle Käsefest darf natürlich nicht im Veranstaltungskalender der Weststeiermark fehlen. Kulinarische Köstlichkeiten aller Art und vor allem hunderte Käsesorten galt es auch diesmal wieder zu verkosten. Ja, und was gehört zum Käse? Natürlich der Wein. Und der stand wenige Tage später beim Herbstfest der Mooskirchner Winzer im Mittelpunkt. Ob Chardonnay, Weißburgunder oder Schilcher, sie alle wurden von den Mooskirchner Winzern präsentiert. Der Herbst wurde aber auch in Maria Lankowitz gefeiert, und zwar von der Fachschule. Dort wurde wie jedes Jahr vom Abschlussjahrgang zum Herbstfest mit Modenschau geladen. Und auch wir waren natürlich vor Ort. Ja, und was hat es noch gegeben? Der weststeirische Sagenberg wurde im Oktober eröffnet. Auf einem Weg zur Burgruine kann man an eigens errichteten Schautafeln die Sagen der Region nachlesen und vor allem den Ausblick genießen. Zu einem sportlichen Event der besonderen Art wurde schließlich im Oktober geladen. Gleich zwei Snooker-Weltsportler waren nach Voitsberg gekommen, um ihr perfektes Spiel mit den Kugeln zur Schau zu stellen. Und eines darf man dabei erwähnen, es war Weltklasse. Ja, und letztlich ist auch der Energiegedanke in der Weststeiermark im letzten Jahr nicht zu kurz gekommen. Denn während in Köflach zur Spatenstichfeier für die Erneuerung der Trinkwassertransportleitung geladen wurde, wurde in Mooskirchen ein neu errichtetes Heizhaus eröffnet. Und der Wasserverband Söding-Liboch hat zur Inbetriebnahme des neuen Hochbehälters geladen. Und in Voitsberg? Ja, in Voitsberg, da wurde der Energieerlebnispark feierlich eröffnet. Ein erfolgreiches und vor allem spannendes Jahr, das wir mit Ihnen gemeinsam erleben durften, und wir freuen uns auf 2015. Sie suchen schnelles Internet? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Egal ob Fiberspeed 20, 40, 60 oder 100. Alle Produkte gibt es jetzt um nur 9,90 Euro pro Monat. All das gibt's bei iNet, das schnellste Internet in Ihrer Region. Ja, mit dem neuen Jahr, da kommen natürlich auch immer wieder Änderungen auf uns zu, beziehungsweise man hat Pläne. Auch die drei Kabelnetzbetreiber der Region haben Pläne. Welche und was sich dabei für die Kabel-TV- und Internetkunden ändern wird, das erfahren Sie bei uns. Die drei Kabelnetzbetreiber der Region Voitsberg, die Kabel-TV Köflach GmbH, Elektro-Mario Schmelzer und die Stadtwerke Judenburg AG, sind darum bemüht, ihren Kundinnen und Kunden Fernsehen, Telefonie und Internet auf modernstem Niveau zu bieten. Der LWL-Ausbau wurde in allen Gebieten forciert und auch für die Zukunft ist einiges geplant. Die Kabel-TV Köflach ist bestrebt, das Glasfasernetz in allen Gebieten der Stadtgemeinde Köflach und der Marktgemeinde Maria Lankowitz
so weit wie möglich auszubauen. Ziel ist es, die Glasfaser so nah wie möglich an den Kunden zu bringen, wie zum Beispiel schon umgesetzt bei der Greinhof AG, einem der größten Arbeitgeber im Bezirk. Die wickeln ihre ganzen prozesstechnischen Abläufe über unser Glasfasernetz ab und die beiden Werke in Gradenberg und in der Industriezeile sind miteinander verbunden. Für die Zukunft haben wir vorgesehen, dass wir nicht nur den Kernraum mit Glasfaser versorgen, sondern auch nach außen hin andere Gebiete noch mit aufschließen werden. Ja, wir werden als Stadtwerk Judenburg AG den Ausbau mit LWL-Technologien in den nächsten Monaten und auch Jahren hier im Raum Volzberg vorantreiben. Wir glauben an die LWL-Technologie, Glasfasernetze sind die Netze der Zukunft. Mitte September startet jetzt der Netdienst Netflix in Österreich. Das heißt, Sie können Videofilme übers Internet buchen und anschauen. Das erfordert große Bandbreiten und diese Bandbreiten für die Zukunft werden durch Glasfasernetze erfüllt werden. Weiters haben wir für das Jahr 2015 ein HPB-TV-Projekt hier im Raum Volzberg auch geplant, in unserem Netz. Das heißt, wir werden eine HPB-TV-Plattform aufsetzen, wo Sie Videofilme downloaden können, aktuelle Wetterberichte auf Webcams zugreifen können, aber auch auf das Archiv und auf eine Mediathek von Kanal 3 zugreifen können werden. Das alles über das Netz der Stadtwerke Judenburg AG. Die Kabelnetzbetreiber der Region Volzberg werden Ihnen also auch in Zukunft beste Qualität in puncto Fernsehen, Internet und Telefonie bieten. Dieses Projekt wird durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie und die FFG im Rahmen des Programms Austrian Electronic Network gefördert. In unserem aktuellen Interview der Woche haben wir dieses Mal Stefan Zwanzger zu Wort kommen lassen. Der gebürtige Weststeirer hat sich nämlich mit einem Transportunternehmen selbstständig gemacht. Wir sitzen jetzt heute hier in Liboch, eigentlich schon fast in Dobel, könnte man sagen, im Gewerbepark, nämlich bei der Firma Cargo Express. Mir zur Seite jetzt der Stefan Zwanzger, Inhaber, Geschäftsführer, der Mann hinter dem Ganzen. Stefan, danke einmal zuerst vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Bitte gerne, kein Problem. Wenn wir jetzt natürlich über Cargo Express sprechen, dann stellt sich gleich einmal die Frage, wie hat alles begonnen? Es hat ja wirklich mit dir begonnen. Das ist ja nicht so, dass du das Unternehmen irgendwann einmal übernommen hast. Du hast es wirklich gegründet. Genau so ist es, ja. Passiert ist das Ganze im Jahr 2008. Damals nach der Schule hat es ja gewisse Anstrengungen gegeben, irgendwie in einer Bank zu arbeiten, nach der Handelsakademie. Das hat sich alles ganz anders ergeben. Habe dann diverse Stationen in der Speditionswelt durchlebt sozusagen und 2008 eben dann Entschluss gefasst, mich in die Selbstständigkeit zu begeben. Angefangen habt ihr aber wirklich ganz klein jetzt. Genau so ist es, ja. Wir waren vorher noch in einem anderen Gebäude. Wir haben ein kleines Büro gemietet gehabt mit, ich glaube, 25, 30 Quadratmeter. Wir waren zu zweit. Ja, und das hat sich eben in den letzten Jahren dann doch etwas weiterentwickelt, Gott sei Dank. Wenn wir jetzt vom Weiterentwickeln sprechen, wo sind wir jetzt angelangt? Das heißt, wie schaut der Fuhrpark aus, beziehungsweise wie viele Mitarbeiter hast du mittlerweile? Wir sind mittlerweile 8 Mitarbeiter, haben schon den 5. Lehrling jetzt. Der ist noch nicht fertig, aber den haben wir jetzt aufgenommen. Und wir haben ca. 20 LKWs unter Vertrag sozusagen. Wenn man bei euch jetzt ein bisschen auf der Homepage herumschmökert, dann seid ihr eigentlich ein Unternehmen, das jetzt längst nicht nur in der Steiermark oder eventuell in Österreich so ein bisschen herumfährt. Genau so ist es. Wir sind national tätig, also innerhalb von Österreich, aber auch im gesamten EU-Raum. Das heißt, wir haben Kunden bei uns in der Steiermark, die uns das Vertrauen schenken. Mittlerweile sind wir aber auch schon über die Grenzen hinaus bekannt und ja, das funktioniert ganz gut. Mit welchen Gütern fährst du jetzt eigentlich in der Weltgeschichte herum, beziehungsweise für wen seid ihr jetzt überhaupt Ansprechpartner bzw. Geschäftspartner? Eine schwierige Frage. Transportiert wird alles, von A bis Z. Das sind für mittelständische Unternehmen, das ist für größere Firmen. Wie gesagt, es umfasst alle, die gesamte Produktpalette. Das heißt jetzt aber, ihr seid wirklich jetzt eher für Firmen, die Kunden. Man kann jetzt nicht als Privater kommen und sagen, ich hätte jetzt gerne irgendwas transportiert.
Wohl, das geht schon auch. Man darf das nur nicht mit einem Paketdienst verwechseln. Also Paketdienste, wie der Name schon sagt, die transportieren ein Pakete eben auch für private Personen. Wir sind eher die was größere Güter, Waren in der Welt herum transportieren. Das heißt von 1, 2, 3 Paletten bis Maschinen bis 20 Tonnen. Wie gesagt, das ist sehr schwer, das jetzt irgendwie einzufassen, aber grundsätzlich machen wir größere Transporte. Wenn man jetzt so ein bisschen den Privatmann Stefan Zwanziger hinterfragen darf, ich schätze mal, ihr habt wahrscheinlich zwar keine 8 Stunden Arbeitstage, aber wenn Zeit ist für Freizeit, was macht man? Also der größte Luxus ist eigentlich, Zeit mit der Familie zu verbringen. Verschiedene Unternehmungen mit dem Sohnemann, das war es dann eigentlich auch schon im Großen und Ganzen. Also Zeit zu Hause, das ist unsere Freizeitbeschäftigung. Jetzt hast du ja natürlich schon sehr viel erreicht. Gibt es überhaupt noch Ziele oder gibt es Ziele, wo man sagt, das würde ich aber noch gerne erreichen? Sehr viel erreicht. Ja, für mich selber, wenn nichts weitergeht, auf Deutsch gesagt, dann ist Stillstand. Und Stillstand soll eigentlich nicht sein. Ich bin der Meinung, man soll jetzt nicht auf Biegen und Brechen irgendwas erzwingen. Wenn man Spaß hat am Arbeiten, dann geht es von selber. Hat die Vergangenheit gezeigt. Und das wird auch so bleiben, denke ich, hoffe ich. Hast du eigentlich selber einen LKW-Schein, beziehungsweise bist du auch irgendwann wirklich einmal selber gefahren? Ich bin noch keinen einzigen Meter mit dem LKW gefahren. Das ist auch nicht unbedingt meine Aufgabe. Also ich bin eher der was die Leute sagt, wo sie hinfahren sollen. Das ist gescheiter. Wie schwierig ist es dann jetzt eigentlich, dass man alles so koordiniert? Das bringt die Erfahrung mit sich. Also es sind sehr viele Sachen zu bedenken, schon mal im Punkt von Fahrzeit, von Ladungssicherung und. Es wird immer mehr und immer ein größeres Thema. Also es ist schon sehr umfangreich, aber wie gesagt, die Erfahrung, die bringt es dann mit sich. Und so wie in jedem anderen Beruf. Dann sage ich danke vielmals, Stefan. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg und vielleicht sehen wir uns ja dann irgendwann einmal oder vielleicht machst du ja doch noch einmal den LKW-Schein und kommen natürlich filmen. Schauen wir mal, Dankeschön ebenfalls. Gleich 2 Polizeistreifen haben wir dieses Mal für Sie in unserem wöchentlichen Kinotipp parat. 69 Hours und Let's Be Cops. Der Kinotipp der Woche wird Ihnen präsentiert vom Dieselkino Bernbach. Hey, Lenny. Schön, dich zu sehen. Der Ex-CIA-Agent, Familienvater und Ein-Mann-Armee Brian Mills hat seine Tochter Kim und deren Mutter Lenny bereits 2-mal aus lebensbedrohlichen Situationen gerettet. Diesmal aber muss er sich primär um die eigene Haut kümmern, denn Mills wird zum Hauptverdächtigen in einem Mordfall. Das Opfer, seine eigene Frau. Lenny! Lenny? Schaut, treten Sie zurück! Ich war das nicht. Hände hoch! Sofort! Der Einzelkämpfer sieht nur eine Möglichkeit, seine Unschuld zu beweisen. Er muss den Killer selbst ausfindig machen und zur Rechenschaft ziehen. My guy, becomes the ich bin diesmal auch der Gejagte, nicht nur der Jäger. Und ich kann meine Fähigkeiten dazu einsetzen, mir die Polizei vom Hals zu halten, aber auch um die wahren Mörder meiner Frau zu jagen. Was hat für Sie Vorrang, Inspektor? Es ist mein Job, Sie zu verhaften. Die Polizei jagt ihn und ich bin als Polizeichef da durchaus hartnäckig. Liam Neeson übernimmt zum 3. und angeblich letzten Mal die Rolle des taffen Einzelkämpfers, die den irischen Schauspieler 2009 spät zum veritablen Actionstar gemacht hat. Der Verdächtige heißt Brian Mills. Der Film kombiniert das einfach effektive Konzept von Ein Mann sieht rot mit der Idee von Auf der Flucht. Als Gegenspieler brauchten wir jemand anderen, nicht die üblichen Bösewichte. Und so sind wir auf Forrest Whitaker gekommen, der diesen Part übernehmen sollte. Mit 21 geht er zur Army. 23 zu einer Spezialeinheit. Ist ein versierter Scharfschütze. Sprengstoffexperte. Keine Dienstakte, keine Entlassungspapiere, nichts. Dieser Kerl weiß, wie man unsichtbar wird. Hör gut zu, Kim. Deiner Mom ist was Schlimmes zugestoßen. Sag mir, was los ist, Dad. Traue niemandem. Neben Produzent und Co-Autor Luc Besson zeichnet Drehbuchautor Robert Mark Kamen für die Geschichte verantwortlich. Regie übernimmt abermals Olivier Mégaton, der ebenfalls bereits mit dem Action-Franchise vertraut ist.
Das Ergebnis ist kompromisslose und souverän harte Action. Ich habe in meinem Leben schon vieles gemacht und ich war mir immer der Konsequenzen bewusst. Ich muss meine Familie schützen. Was wissen Sie? Ich weiß eines. Alle, die Sie lieben, werden bald tot sein. Was hat für Sie Vorrang, Inspektor? Es ist mein Job, Sie zu verhaften. Für mich hat Vorrang, das Einzige zu beschützen, das mir noch geblieben ist. Was hast du vor? Ich mache dem ein Ende. Wenn Sie diesen Weg gehen, wird das LAPD, das FBI, die CIA, Sie alle werden Sie jagen. Sie werden Sie finden und Sie aufhalten. Viel Glück. Was ist nur passiert, Mann? Wir haben doch gesagt, wenn wir es bis 30 nicht geschafft haben, dann ziehen wir wieder zurück nach Ohio. Ja? Na, wir sind doch sowas von scheiß und 30. Wie konnten wir nur so kläglich versagen? Was redest du denn da bitte? Normalerweise ist es ja so. Cops legen ihre Uniformen ab und begeben sich undercover auf mehr oder minder gefährliche Einsätze. In Let's Be Cops wird die Prämisse auf den Kopf gestellt. Zwei Loser werfen sich in Polizeiuniform und überwinden damit ihre Minderwertigkeitsgefühle. Heilige Scheiße! Welcher von euch Wichsern hat mich gefragt, was ich für einen Job habe? Als Dumpfbacken-Duo vom Dienst treten die New Girl-Sitcom-Kollegen Damon Wayans Jr. und Jake Johnson zur Spaßvogelstreife an. Sie verfügen über eine gut eingespielte komische Chemie, wobei Wayans den Straight Man neben Johnsons mehr ausgeflippten Unfugstifter gibt. Guter Bulle, doofer Bulle, quasi. Dafür könnten wir jahrelang im Knast landen. An alle Einheiten, Notruf wegen häuslicher Gewalt. Ja! Nein! Doch, wir fahren da jetzt hin! Nein! Nicht! Wir fahren da jetzt hin! Fahren da nicht hin! Wir fahren da jetzt hin! Drei weibliche Personen, Anfang 20, vermutlich betrunken. Oh, das klingt cool. Zur Story. Justin und Ryan sind beide um die 30 und ziemlich erfolglos. Ryan tritt in peinlichen Werbespots auf, Videospieldesigner Justin wird in seiner Firma nicht ernst genommen. Du bist doch in diesem Werbespot. So ist es, ja? Ich hab es. Ich hab es. Ich hab es. Genitalherpes. Juckt ein bisschen. Hallo? Zu ihrem Klassentreffen verkleiden sie sich dann als Polizisten. Als sie damit durch die Straßen von L.A. laufen, wird ihnen erstmals Respekt gezollt. Frauen flirten mit ihnen, Männer lassen sich herumkommandieren. Das gefällt vor allem Ryan so gut, dass er auf eBay einen alten Polizeiwagen erwirbt, um noch glaubhafter zu wirken. Die Leute denken echt, wir sind Cops. Polizei, stehen bleiben! Das war abgefahren. Doch jetzt werden die Möchtegern-Cops in echte kriminelle Machenschaften mit russischen Gangstern verwickelt und müssen um ihr Leben bangen. Das ist echt gutes Gras, Mann. Ist das Ihr Ernst? Geil! Für die Action-Szenen legen sie sich ordentlich ins Zeug und liefern dynamische Schießereien und harte Schlägereien. Die von den Gangstern ausgehende Gefahr gestaltet sich ebenfalls als durchaus glaubhaft, was unter anderem dem stark aufspielenden James Darcy als sadistischen Gangsterboss zu verdanken ist. Ich will dir was sagen. Ich bin kein Cop, okay? Ich bin ein Cop. Heilige Scheiße, bin ich ein Cop. Neben schlagkräftigen Action und schrägen Albernheiten fehlt auch eine aufbauende Feel-Good-Komponente nicht. So mausern sich die beiden Antihelden von Jammerlappen zu Erfolgsmenschen auch im obligatorischen romantischen Subplot. Polizei, aufmachen! Gott sei Dank, dass Sie da sind. Oh ja, Gott sei Dank sind wir da. Es geht um eine Mitbewohnerin. Mitbewohnerin? Oh nein! Was ist denn hier los? Aufhören! Du mieses Stück! Ganz ruhig! Stopp, halt dich! Bring die Situation unter Kontrolle! Das hast du jetzt davon. Damit sage ich Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Wünsche Ihnen im Namen des gesamten Teams ja einen schönen Start ins neue Jahr und freue mich schon jetzt, wenn wir uns wiedersehen.